Bei der Explosion eines Tanklasters in Südafrika sind laut Gesundheitsministerium mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere wurden laut den Rettungskräften verletzt, einige von ihnen schwer. Der Vorfall ereignete sich in Boksburg, östlich der Millionenstadt Johannesburg. Der Tanklaster mit Flüssiggas hatte sich unter einer Brücke verkeilt. Er war offenbar zu groß für eine Durchfahrt. Daraufhin brach an dem Fahrzeug Feuer aus. Die Feuerwehr rückte zum Löschen aus, doch dann ereignete sich die Explosion. Viele Verletzte sind laut den Rettungskräften in einem kritischen Zustand. Die Zahl der Opfer könnte somit noch deutlich steigen.